Am 8.4.2024 wurde für eine Kanalbaumaßnahme die Bonner Kreuzung Kreuzbergweg Wegeler Straße auf Kampfmittel untersucht, da nach Auswertung von Luftbildern der Verdacht besteht, dass sich im Untergrund eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg befindet. Es ergaben sich jedoch bei 7 von maximal 37 Bohrungen von 7 Metern Tiefe keine Anhaltspunkte. Um die Arbeiten fortsetzen zu können, musste zwischenzeitlich durch vorsichtiges Abtragen von Erdreich die genaue Lage einer Hochspannungsversorgungsleitung ermittelt werden. Die Sondierungsarbeiten werden am Folgetag fortgesetzt. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, und euch auch weitere Videos von mir anschaut.